Hallo, ich bin Johanna und das hier ist mein Podcast Calm is Your Superpower. Ich spreche hier über das Thema Angst in allen Facetten, über Selbstverwirklichung, Selbstsabotage, Selbsthilfe und über die Metamorphose von vermeintlicher Schwäche in Resilienz und Stärke. Ich möchte dir helfen, deine Angst in Kraft zu tauschen und ich möchte dir zeigen, wie du tiefer fühlst. Darum dreht sich alles bei mir, um mit mehr Leichtigkeit zu leben. Ich möchte dir Mut machen mit wissenschaftlichem Backup und ich möchte uns allen helfen, uns ein kleines bisschen weniger verrückt und überwältigt und stattdessen voller Möglichkeiten zu fühlen. Ich freue mich über deine Fragen, sollten welche aufkommen, zu denen du dir eine Antwort wünschst. Du kannst sie mir schicken über meine Webseite carlajohannaschäfer.com oder über Instagram und ich werde sie gerne hier im Podcast beantworten. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Einen wunderschönen Mittwochmorgen wünsche ich euch für alle, die ganz pünktlich mittwochmorgens einschalten oder vielleicht sogar schon dienstags nachts. Der Podcast wird ja immer um 12.01 Uhr gesendet und kann auch schon in der Nacht davor gehört werden. Schön, dass ihr einschaltet. Ich möchte diese Woche über das Thema fokussieren können nachdenken. Es soll um unseren Fokus gehen und was dieser mit dem Manifestieren zu tun hat. Ich möchte das Ganze ein bisschen auflockern und von verschiedenen Ebenen betrachten. Das Wort Manifestieren ist ja in dieser Zeit sozusagen ein Trendwort. Jeder spricht vom Manifestieren und ich glaube, es können ganz unterschiedliche Dinge damit gemeint werden. Erstmal stammt das Wort Manifestieren aus dem Lateinischen, manifestare, und es bedeutet so viel wie sichtbar machen. Etwas handfest machen, etwas ins 3D bringen. Und ja, der Prozess des Manifestierens wird vor allem in der Quantenphysik, aber auch in den Neurowissenschaften erforscht. Aber er besitzt eben auch eine große Bedeutung in der Spiritualität. Und ich habe das Gefühl, im Coaching-Bereich oder in der spirituellen Szene, in Anführungsstrichen, was auch immer das heißt, ich glaube, auch die spirituelle Szene ist ziemlich breit gefasst, was Menschen darunter verstehen. Ich glaube, an jeder Ecke hört man, dass man eigentlich nur positive Gedanken denken muss und die eigenen Träume visualisieren und aufschreiben und immer vor Augen haben muss. Und damit ziehen wir diese Dinge in unser Leben. Damit, mit dieser Definition habe ich Schwierigkeiten und möchte in dieser Podcast-Folge darüber sprechen, wie ich das Manifestieren verstehe, wie ich es nutze und darüber sprechen, dass ich auch daran glaube. Ich glaube an die Kraft unserer Gedanken, aber vielleicht einfach ein bisschen anders, als es zum Teil eben auch im Umlauf ist. Und ja, diesen Prozess, wie ich ihn verstehe, was es auch mit dem Fokus auf sich hat bei dem Manifestieren, warum der Fokus so wichtig ist, darüber möchte ich diese Woche sprechen. Anschließend oder mittendrin besser gesagt, möchte ich ein paar Gedanken aus meinem Studium mit euch teilen, aus dem letzten Semester. Es wird um die Liebe gehen. Ich möchte natürlich auch aufklären, was die Liebe mit dem Manifestieren zu tun hat. Wir werden also über das Erzielen von Ergebnissen sprechen, über das Manifestieren, über das Sichtbarmachen. Und dann werden wir uns nach innen wenden, zum Herzen, zum Verstand. Ich glaube, dass der Ort, an dem wir die Samen für unsere Wünsche säen, der Ort, an dem wir die Wunschsamen einpflanzen, die dann aufgehen können, diesen Ort finden wir oder diesen Ort beackern wir durch unseren Fokus. Wir werden jetzt also erstmal ein bisschen von außen drauf schauen. Ich sage es immer wieder im Podcast, dass die Energie, dass unsere Energie unseren Gedanken folgt. Die Energie folgt den Gedanken. Wenn wir das so annehmen können für uns, wenn das Sinn macht für uns, dann stellt sich also die Frage, was ist die Energie der Gedanken, die wir denken? Was ist die Energie der Gedanken, die du denkst? Wenn wir wissen, dass wir unsere Energie, also das, was uns antreibt, das, was uns Kraft gibt, das, was uns zum Handeln animiert oder zum Nichthandeln, wenn wir wissen, dass unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen,
dass unsere Gedanken unsere Stimmung beeinflusst. Wenn wir das wissen, dann ist es doch logisch, dass wir unsere Gedanken besonders sorgfältig wählen wollen, oder? Manifestation beginnt anfangs mit unseren Gedanken. Wir denken über etwas nach, wir träumen von etwas, wir stellen uns schöne Dinge vor. Man kann auch sagen, wir stellen uns manchmal angstbesetzte Dinge vor oder ungute Dinge vor. Auf jeden Fall nimmt das, woran wir häufig denken und immer wieder denken, immer mehr Raum ein. Und unser Gehirn reagiert darauf. Denn plötzlich sehen wir immer häufiger Dinge, die diesen Gedanken, dieser Idee ähneln. Du kennst es bestimmt auch. Du denkst über das Heiraten nach und siehst auf einmal an jeder Ecke einen Brautladen. Oder du denkst über ein bestimmtes Paar Schuhe nach und auf einmal siehst du überall ähnliche oder dieselben Schuhe. Das heißt, unser Gehirn reagiert oder filtert die Umwelt mit diesem bestimmten Filter. Oder du begegnest auf einmal mehr und mehr Menschen, die ebenfalls für die gleichen Ideen brennen oder die gleichen Interessen haben. Ich würde sagen, das ist erstmal nichts magisch Übernatürliches, sondern unser Gehirn filtert einfach mit einem neuen Filter, so kann man es sagen. Es hat einen neuen Filter aufgesetzt bekommen und kann sich auf die Dinge fokussieren, die uns wichtig sind, die besonders viel Raum einnehmen. Wenn wir jetzt aus einer positiven Perspektive das Manifestieren betrachten, dann beschäftigen wir uns mehr und mehr mit den Dingen, denen wir mehr Raum geben möchten, überlegen uns Schritte, wie wir diese Sache angehen könnten. Und irgendwann ist die Energie, die Begeisterung so groß, dass wir es wagen, ein Ziel in die Tat umzusetzen. Gefühle können wir uns so vorstellen wie Wellen, die von unseren Gedanken ausgesendet werden. Auf jeden Gedanken folgt ein bestimmtes Gefühl. Das heißt, das Manifestieren geschieht erstmal in unserem Geist. Wir denken es, wir denken über etwas nach, wir geben etwas mehr Raum und dann beginnen wir es zu fühlen. Denn auf all das, was wir denken, reagiert unser Körper mit einem Gefühl, mit Empfindungen und Gefühlen. Und damit werden wir die Energie dieses Gedankens spüren. Wir denken es, wir fühlen es und was passiert dann? Wir beginnen es zu glauben. Und wenn wir es glauben, weil wir es ja fühlen, weil es sich wahrhaftig in uns anfühlt, werden wir langsam anfangen, es auch im Außen zu sehen, denn wir unterstützen unsere Gefühle mit unseren Handlungen, wir erschaffen absichtlich oder manchmal auch unabsichtlich das, was wir glauben. Wir wollen also wirklich, wir sollen und wollen bewusst mit unseren Gedanken umgehen, was vielleicht erstmal leichter gesagt ist als getan. Ich glaube aber, dass einer der Gründe, warum wir hier auf diesem Planeten sind, warum wir Menschen auf diesem Planeten leben dürfen, ist, um zu lernen, wie wir liebevollere Gedanken denken können. Wir machen Erfahrungen im Leben, auch schwierige Erfahrungen, und im Englischen sagt man, sie humblen uns. Die Erfahrungen unseres Lebens lassen uns demütig werden. Sie lassen mehr Mitgefühl für das Leben, für andere Menschen, für unsere Mitmenschen in uns entstehen. Und wir lernen, mehr und mehr liebevollere Gedanken zu denken. Ja, was ist denn aber mit den ganzen Gedanken, die sich unbemerkt in den Verstand einschleichen, ohne dass wir sie bewusst einladen, ohne dass wir ihnen mehr Raum geben wollen? Die Gedanken, von denen wir vielleicht denken, dass wir sie nicht kontrollieren. Was ist außerdem mit all den Erinnerungen, den positiven, den negativen Erinnerungen, die uns immer wieder durch den Kopf gehen und die unsere Gefühle beeinflussen? Sie schleichen sich einfach ein und dann haben wir ein Gefühl für diesen Gedanken. Was ist also mit den ungebetenen Gedanken, die unsere Handlungen, unsere Entscheidungen beeinflussen? Tja, die kurze und vielleicht auf Anhieb erstmal etwas unempathische Antwort lautet, dass wir einen freien Willen haben. Das soll einfach eine Erinnerung daran sein, dass wir Gedanken aktiv wählen können, die wir glauben wollen. Und wir können aktiv Gedanken wählen, die wir ablehnen. Das heißt nicht, dass unerwünschte Gedanken nie mehr auftauchen werden. Nein, ich glaube, dass wir alle sekündlich Gedanken haben, die wir eigentlich lieber nicht denken würden, oder Überzeugungen sich melden, die wir über uns nicht haben möchten. Aber wir können wählen, welche Gedanken wir ablehnen. Die Gedanken, die wir uns weigern zu glauben, die wir weigern zu unterhalten. Wir haben ein Stück weit Kontrolle über unsere Gedanken.
Wir müssen nichts glauben. Keinen einzigen negativen Gedanken, keinen einzigen lebensbeeinträchtigenden Gedanken. Egal, wer ihn gesagt hat, woher er kommt, egal, wie viele Generationen diesen Gedanken schon weitergegeben haben, wir müssen ihn nicht weiterdenken. Vor allen Dingen müssen wir ihn nicht weiter glauben. Wir können uns dafür entscheiden, diese Gedanken abzulehnen. Und wir weigern uns aktiv gegen den Einfluss eines in Anführungsstrichen negativen Gedankens, indem wir ihm vielleicht immer wieder sagen am Anfang, du hast hier keine Macht. Und wir nutzen unseren wunderbaren freien Willen, uns auf die Dinge zu fokussieren, die wir denken und glauben wollen. Ich glaube, die bewusste Wahl unserer Gedanken ist der beste Gebrauch unseres freien Willens, dass wir, auch wenn sich schwierige Gedanken melden, auch wenn sich Überzeugungen über uns selbst melden, die schon Jahrzehnte alt sind, die wir schon als kleines Mädchen, kleiner Junge verinnerlicht haben, auch dann können wir bewusst wieder unseren Fokus setzen. Und darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen. Die bewusste Wahl unserer Gedanken ist der beste Gebrauch unseres freien Willens, denn das ist Kreativität. Kreativität, abgeleitet von dem Wort create, kreieren, etwas erschaffen, das ist Schöpferkraft. Den Fokus zu setzen auf das Gute, auf die Liebe, dazu komme ich gleich, auf das Wohlwollen. Wir wählen nährende, bestärkende Gedanken. Und dafür möchte ich dir einfach eine kurze Zwischenübung zeigen, bevor es weitergeht. Atme doch einfach mal 2-3 Mal tief in deine Brust ein, in diesem Moment. Atme in dein Herz. Und werde dir dabei der Wärme in deinem Herzen bewusst. Diese warme, freundliche Qualität, die wir mit dem Herzen verbinden. Und du sagst dir jetzt selbst, ich habe die Absicht, bestärkende Gedanken zu wählen. Ich wähle lebensbejahende Gedanken. Ich wähle Gedanken, die vom Herzen kommen. Ich wähle Gedanken, die auf die Liebe ausgerichtet sind. Gedanken mit Mitgefühl, mit Inklusivität, mit Freude, mit Großzügigkeit. Das ist meine Absicht. Ich wähle bestärkende Gedanken. Und dann öffne deine Augen. Und das ist die Entscheidung, jedes einzelne Mal. Wir erleben etwas, werden verletzt, fühlen uns zurückgestoßen, fühlen uns in die Schranken gewiesen, fühlen uns auf den Fuß getreten, wollen patzig reagieren, wollen genervt reagieren, sind ungeduldig. Und wir besinnen uns, wir setzen den Fokus und wählen Gedanken, die vom Herzen kommen. Und wenn wir so einen Gedanken gefunden haben, den wir lieber denken möchten als der Ungeduldige, der davor da war, oder der gestresste Gedanke, der davor da war. Nachdem wir einen lebensbejahenden, einen großzügigen Gedanken gefunden haben zu diesem Menschen oder dieser Sache oder unserem Zustand, dann konzentrieren wir uns auf diesen Gedanken. Wir fokussieren uns auf diesen Gedanken. Das meine ich mit dem Fokus. Den Fokus zu halten auf dem Gedanken, auf den du dich besinnen möchtest, den du bewusst denken möchtest, auch wenn es stressig ist. Auch wenn du dich zurückgestoßen fühlst, auch wenn du dich ungerecht behandelt fühlst. Und dafür möchte ich dir gleich einen Gedanken aus dem letzten Semester mitgeben. Wir dürfen also lernen, uns zu konzentrieren, den Fokus zu halten. Bevor wir all die guten, neuen, bestärkenden Dinge denken, dürfen wir erstmal anerkennen, die Vorzüge unserer Konzentrations-, unserer Fokussierungsfähigkeit voll zu verstehen. Es geht bei der Konzentrationsfähigkeit, von der ich spreche, nicht um die Effizienz.
sondern die Macht der Konzentration, der Punkt des Fokushaltens ist, dass das Fokus eine erlernte Fähigkeit ist. Und weil es eine erlernte Fähigkeit ist, den Fokus halten zu können, können wir diese Fähigkeit lernen. Wir können sie stärken. Wir können den Fokus durchaus trainieren. Für viele von uns ist der Fokus ein eher schwacher Muskel. Und ich glaube, das hat viel mit unserer Lebensweise zu tun. Wir haben ganz vollgepackte, hektische Alltage. Wir müssen mehr Raum für Stille schaffen. Wir müssen mehr Raum für Kontemplation aufbringen, für Reflexion, für das Nachdenken, für das einfach mit uns sein, damit wir zu Klarheit finden, damit sich diese Weisheit in uns entfalten kann, die immer da ist, die aber einfach oft übertönt wird, weil wir so viel zu tun haben und weil wir uns um so viele Dinge kümmern müssen und versuchen, alles Mögliche in unseren Alltag hineinzupacken. Ich bin genauso davon betroffen wie alle anderen. All dieser Lärm versperrt uns den Zugang zu unseren Antworten, zu unserer Weisheit, zu unserer inneren Führung. Also, den Fokus halten. Aber worauf? Worauf sollen wir den Fokus genau halten? Und meine Antwort ist die Liebe. Ich hatte dieses Wochenende ein Erlebnis. Es ging um eine E-Mail, die ich bekommen hatte, die unschön formuliert war. Und man hätte sie so oder so lesen können. Ich hätte sie aus der einen Perspektive lesen können. Ich habe sie aber aus meiner Perspektive, mit meinen Gedanken, mit meinen Verletzlichkeiten gelesen und war richtig angefasst. Also ich fand die E-Mail nicht schön. Und natürlich, also ich antworte auf alle E-Mails, die ich bekomme und habe mir überlegt, wie kann ich darauf reagieren? Und ich habe mir ein bisschen Zeit genommen, ich habe mich hingesetzt, ich habe diese Gefühle durch meinen Körper durchpulsieren, durchvibrieren lassen, war angegriffen, verletzt, ein bisschen traurig, auch ein bisschen angepisst. Und irgendwann, nachdem vielleicht so 2-3 Stunden vergangen sind, habe ich mich gefragt, was würde die Liebe tun? Was würde die Liebe tun? Wie willst du sein, Johanna? Ich glaube, dass wir alle ähnliche Dinge wollen. Wir alle wollen liebevolle, geduldige, vorausschauende Menschen sein in Beziehungen mit unseren Freunden. Das kann ich mir vorstellen, ist ein universeller Wunsch, ein fast universeller Wunsch. Also habe ich mir gesagt, dann sei es auch, Johanna, sei es, versuch es in allen Situationen zu sein, so gut es dir gelingt. Konzentriere dich auf die Prinzipien der Liebe. Ich habe letztes Semester über das Hohelied der Liebe eine Hausarbeit geschrieben. Und daraus möchte ich euch jetzt einen kleinen Teil vorlesen, weil ich glaube, dass dieser Text so relevant ist für dich, für mich, für uns in dem heutigen Leben. Sich auf die Liebe, auf das Gute, auf eine gute Kraft zu besinnen. Das ist ja auch der Grundgedanke des christlichen Glaubens. Das Hohelied der Liebe ist aus dem 1. Korintherbrief, aus dem Neuen Testament. Die meisten kennen das Hohelied der Liebe. Es wird für Hochzeiten ausgewählt, manchmal auch für Beerdigungen. Es ist ganz zentral. Wichtig ist, dass es nicht um die romantische Liebe geht in diesem Kapitel aus dem Korintherbrief. Es geht um die Liebe als gute Kraft, als göttliche Kraft, als Merkmal Gottes. Es wird die Einzigartigkeit der göttlichen und der menschlichen Liebe in Form von wertschätzender, bedingungsloser Zuwendung oder einem Wohlwollen als oberste Qualität aller Geistesgaben angepriesen. Also die Liebe als das über allem Stehende und unser Besinnen auf die Liebe. Wie das mit dem Manifestieren, also dem Thema dieser Podcast-Folge, in Verbindung steht, darauf möchte ich natürlich auch noch eingehen. Jetzt erstmal möchte ich euch diesen kurzen Vers vorlesen. Ich habe diesen Abschnitt aus dem Lateinischen übersetzt und dann, nachdem ich es vorgelesen habe, möchte ich ein bisschen drüber reflektieren, um dann natürlich auch nochmal auf den Fokus und das Manifestieren zurückzukommen. Also, Paulus hat die Korintherbriefe verfasst. Das sind Briefe an eine frisch gegründete christliche Gemeinde in Korinth, die ja aus ganz wenigen Menschen bestand und die er weit weg gegründet hatte und mit denen er eben über Briefe in Kontakt stand und über diese Briefe Anteil an den Problemen und Herausforderungen dieser neuen Gemeinde gewidmet hat.
Also er schreibt über die höchste aller Qualitäten, über die Liebe. Wenn ich mit den Zungen der Menschen spräche und der Engel, die Liebe aber nicht hätte, bin ich wie ein dröhnendes Bronzeblech oder eine klimpernde Zimbel. Wenn ich hätte die Prophetengabe und kennte alle Geheimnisse und alles Wissen und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzte, die Liebe aber nicht hätte, nichts bin ich. Wenn ich austeilte für die Speisen der Armen alle meine Mittel und wenn ich hingäbe meinen Körper, sodass er brennte, die Liebe aber nicht hätte, nichts nützt es mir. Die Liebe ist geduldig. Sie ist gütig. Die Liebe wetteifert nicht. Sie handelt nicht unecht. Sie bläst sich nicht auf. Sie ist nicht ehrgeizig. Sie fragt nicht danach, was das ihre ist. Sie lässt sich nicht reizen. Sie denkt nicht das Schlechte. Sie hat keine Freude an der Ungerechtigkeit. Sie freut sich hingegen mit der Wahrheit. Alles erträgt sie, alles glaubt sie, alles hofft sie, alles hält sie aus. Die Liebe hört niemals auf. Selbst wenn die Prophezeiungen verschwinden werden, selbst wenn die Zungen ruhen werden, selbst wenn das Wissen umgestoßen wird. Jetzt aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei. Die größte aber unter diesen ist die Liebe. Paulus schreibt über die göttliche Liebe, die auf den Menschen übergeht. Die Gabe der Engelsprache zum Beispiel, also die Fähigkeit, wie mit Engelszungen zu sprechen, ist ohne die Liebe einfach nur ein mechanischer Prozess, ein Schall. Oder die Prophetengabe oder eben alles erlangte Wissen. Selbst der felsenfeste Glaube, der Glaube an Gott, all das sind leere Hüllen, wenn die Liebe sie nicht füllt. Und so können selbst mit Einsatz unseres besten Wissens und Gewissens diese ganzen gottgegebenen Gaben, die Erkenntnis, die Engelszungenrede, alles, was wir mitbekommen haben, kann ins Leere laufen, wenn die Liebe nicht mit dabei ist. Sie ist sozusagen die Grundlage all dieser vielen Gaben und nicht zuletzt, um diese eben auch zum Guten zu gebrauchen. Und dann besonders schön, besonders gefällt mir, dass er auflistet, was die Liebe tut und was sie lässt, was ihr entspricht und was ihr widerspricht. Die Liebe kostet es nicht zu viel, geduldig, vergebend, bedingungslos wohlwollend zu sein. Sie hat einfach große Kapazität zu geben. Sie gibt dem Schlechten keinen Raum. Sie lässt sich nicht provozieren. Liebloses wird nicht mit Lieblosem vergolten. Und sie hat auch keinerlei Resonanz mit der Ungerechtigkeit, sondern sie liebt die Wahrheit. Und mit dieser Liebe, auch in unserem Leben, vor allen Dingen in unserem menschlichen Leben, beschreibt Paulus die Nähe der Erlebbarkeit Gottes im eigenen Leben. Die Liebe nimmt also ja eine Metaebene ein und erhebt sich über die menschliche Fehlbarkeit, unsere Fehlbarkeit. Wir alle sind fehlbar, machen Fehler. Aber sie steht trotzdem dem Menschen jederzeit und eben manchmal nur einen tiefen Atemzug und ein Umdenken entfernt zur Verfügung. So wie wir das vorhin geübt haben. Tief durchatmen. Was ist ein Gedanke, den ich denken kann, der aus dem Herzen kommt? Die Liebe ist es, die anders als alles Menschliche unendlich ist und damit Gott selbst. Und mit unserer gelebten Liebe, die Liebe, die wir geben, die Liebe ist immer da, die Liebe ist immer da. Sie ist immer für uns wählbar da. Aber das Schöne, das Berührende am christlichen Glauben ist ja, sie ist auch immer für uns da. Egal, was wir falsch gemacht haben, sie ist auch immer für uns da. Von oben für uns da. Wir dürfen uns angenommen fühlen, als richtig und wichtig, so wie wir sind, fühlen. Die Liebe verbindet Gott und den Menschen bereits in diesem Leben. Das ist die Aussage dieses Verses. Die Liebe, Gottes Liebe, wird vom Menschen gelebt und findet auf diesem Weg auch in die gelebten Beziehungen der Menschen untereinander.
Mir scheinen wirklich besonders relevant an Paulus Worten, vor 2000 Jahren wohlgemerkt. An seinen Gedanken wegen ist für mich besonders relevant, dass sie für uns heute, ob wir gläubig sind oder nicht, ob wir männlich, weiblich, LGBTQIA+ sind, ob am oberen oder am unteren Enden der sozialen Skala, seine Worte sind eine bestärkende Hilfe für den Umgang mit anderen Menschen, mit unseren Partnern, mit unseren Kindern, mit Kollegen, mit Freunden. Die Liebe gibt. Sie wird im Geben erfahren. Die Liebe ist geduldig, sie ist gütig. Die Liebe wetteifert nicht. Sie handelt nicht unecht. Sie bläst sich nicht auf. Sie ist nicht ehrgeizig. Sie fragt nicht danach, was das ihre ist. Sie lässt sich nicht reizen. Sie denkt nicht das Schlechte. Also, nachdem ich mich ein bisschen gefangen hatte nach dieser E-Mail, habe ich mich gefragt, was würde die Liebe tun? Ich habe mich an meine Hausarbeit erinnert, an diesen Text, der mich so berührt hat, und habe mich gefragt, ist das, was ich schreibe, ist das liebend? Ist es heilend? Ist es wahr? Was würde die Liebe tun? Und das ist die Fragestellung, die wir immer wieder verwenden können. Ist das Liebe? Das, was ich denke, das, was ich sage, wie ich mit anderen Menschen spreche? Ist das Licht? Ist das Wahrheit? Ist das Wohlwollende, das Gute dahinter? Und wenn wir das tun, dann geschieht etwas ganz Wunderbares. Ich habe eine warme, mitfühlende, freundliche E-Mail zurückgeschrieben. Und freue mich heute, 5 Tage später noch darüber, dass ich so sein konnte, weil ich die Liebe gewählt habe. Diese Fragen, was würde die Liebe tun? Ist es Liebe? Ist da Liebe hinter? Sind da die Qualitäten der Liebe hinter dem, was ich denke und tue? Diese Fragen bringen uns zurück zum Herzen, dort, wo das ganze Licht ist. Sich solche Fragen zu stellen und den Fokus zurück auf Liebe, auf Wahrheit, auf Licht, auf, ich will es nicht zu esoterisch beschreiben, sondern einfach auf das Gute zu richten. Das hilft auch, die Ängste, den Schmerz, die Frustration, die Angst in uns aufzulösen. Wie gesagt, ich freue mich heute, 5 Tage nach dieser E-Mail noch darüber, dass ich so reagieren konnte. Ich freue mich auch in einer anderen Situation, heute noch, nach 3 Jahren, über eine Reaktion, zu der ich fähig war. In einer ganz prekären Situation, die mich sehr verletzt hat, dass ich damals auch mit Hilfe einer Freundin, mit der ich diese Sache reflektieren konnte, die ihr vor 2 Wochen hier im Podcast kennengelernt habt, Asita, auch in dieser Situation vor 3 Jahren, die mich ganz viel gekostet hat, konnte ich mit Asitas Hilfe mit Liebe reagieren. Und ich bin heute 3 Jahre später so dankbar, dass ich eine schöne Reaktion zeigen konnte auf eine für mich sehr schwierige Situation. Frag dich, was würde die Liebe tun? Frag dich, wenn es dich betrifft, wenn du unsicher bist, wenn du Angst hast, wenn du Schmerz empfindest, frag dich, was möchte die Liebe, dass ich weiß? Was möchte die Liebe, dass ich weiß? Und du wirst eine Antwort erhalten. Sich auf dieses Höhere, auf die Liebe zu konzentrieren, die Paulus als Gott selbst beschreibt, hilft uns zu wissen, was in jedem Moment das Beste ist. Fokus auf die Liebe, Fokus auf die gute Kraft, hilft uns, Entscheidungen zu treffen, die mehr auf die Liebe ausgerichtet sind. Die Fokussierung auf diese höheren Frequenzzustände hilft uns, aus dem Nebel der Angst herauszukommen. Sie hilft uns, Wutausbrüchen entgegenzuwirken, die wir haben könnten. Ich denke, sie hilft, verzweifelte Gefühle aufzulösen, die wir einfach im Alltag oder in Beziehungen erleben können. Die Fokussierung auf die Liebe hilft, die Bedürftigkeit wegschmelzen zu lassen, die uns dazu bringen kann, dumme Dinge, ungute Dinge für uns selbst zu tun. Wir dürfen uns konzentrieren, den Fokus richten auf die Liebe. Und ich hoffe, dieser Vers aus dem 1. Korintherbrief, Korinther 1, 13, ja, hat euch ähnlich berührt wie mich. Und auch ihr erkennt die Relevanz, die diese Worte heute noch für uns haben. Der Grad unserer Konzentration, unserer Fokussierung korreliert direkt mit unserer Kreativität.
Das ist eigentlich das, was ich in dieser Podcast-Folge besprechen möchte. Der Grad unserer Konzentration, unseres Fokussieren-Könnens korreliert direkt mit unserer Manifestation, mit unserer schöpferischen Kraft, deine Fähigkeit, dich zu manifestieren. Je nachdem, worauf wir uns konzentrieren, erschaffen wir entweder inneren Frieden oder das Gegenteil. Lasst uns auch noch kurz darüber sprechen, worauf wir uns nicht konzentrieren sollten. Dinge, die uns verletzen zum Beispiel, schmerzhafte Beziehungen, die wir erlebt haben, Menschen, die uns verletzt haben. Den Fokus zu halten auf all diesen Themen, die Enttäuschung, die Kränkung, das darf nicht im Mittelpunkt stehen. Denn auch diese Gedanken, sobald wir uns darauf konzentrieren, bekommen mehr Energie, werden größer. Wir dürfen uns das wie so kleine Energiebälle vorstellen, die sich vergrößern, wenn wir uns die alten Geschichten und die Verletzung immer wieder erzählen und unsere ganze Aufmerksamkeit darauf richten. Wir beleben die Vergangenheit und den Schmerz damit. Und das ist nicht etwas, das uns in eine starke, eine bestärkte Energie versetzt, sondern wir wollen nach vorne schauen. Wir haben die Situation von damals verändert, der Job, die Person, die Ernährung, wir haben jetzt neue Ziele. Aber wir können eben auch ganz leicht auf die gleichen alten, schmerzhaften, nicht liebevollen Aspekte unserer Vergangenheit fixiert sein. Und wir hängen an den alten Geschichten fest. Daran, was gefehlt hat, daran, was nicht richtig war, wo wir vielleicht mangelhaft sind, wo wir uns im Mangel empfinden. Und das schleicht sich dann in unsere Gegenwart hinein. Es ist nur ein Wiederholen dessen, was gefehlt hat, was nicht richtig war, worin wir im Mangel sind. Ihr hört mich ja immer wieder sagen, wir müssen unseren Gefühlen Raum geben. Ja, wir müssen auch unsere schwierigen Gefühle fühlen und ehren und da sein lassen und ihnen Raum geben. Absolut. Es geht hier nicht um ein Wegdrücken. Aber wir dürfen auch nicht in einer emotionalen Verstopfung gefangen sein. Und deswegen preise ich auch immer wieder TRE als Körperarbeit an, um zu lernen, mit Gefühlen zu sein, um zu lernen, unsere Spannung, unsere Erstarrung, unseren Panzer abzuschütteln. Aber nachdem wir Gefühlen Raum gegeben haben und sie gefühlt haben, müssen wir uns nicht nur noch in ihnen aufhalten und uns mit ihnen überidentifizieren, sondern wir nutzen diese Körperarbeit, um diesen Panzer aufzusprengen und dann nutzen wir unseren freien Willen, uns auf die Zukunft zu fokussieren, uns auf die Liebe zu fokussieren, wenn es darum um zwischenmenschliche Beziehungen geht zum Beispiel. Und wir fragen uns, was würde die Liebe tun? Was würde die Liebe mich wissen lassen in dieser Situation? Was muss ich wissen? Ist das, was ich gerade denke, sage, tue, ist das liebevoll? Wir nutzen unseren freien Willen und fokussieren uns auf die Antworten, die wir von der Liebe bekommen. Wir setzen den Fokus auf die Heilung in einer schwierigen Situation, auf das Positive oder auf das Silver Lining in einer Herausforderung, auf das Geschenk in einer Erfahrung. Das ist es, was den Unterschied ausmacht, ob wir uns hoffnungsvoll und gestärkt fühlen. Oder uns so fühlen, als würden wir in einem Sumpf feststecken. Denn das, worauf wir uns konzentrieren, dehnt sich aus, wird größer, bekommt mehr Raum. Das, worauf wir uns konzentrieren, kann sichtbar gemacht werden, kann manifestiert werden, weil wir anders denken, anders fühlen und anders handeln. Das ist es, was wir im Jahreskurs hoch und runter üben, 12 Monate lang. Im Januar beginnen wir wieder. Das, worauf wir uns konzentrieren, bringt uns dazu, zu handeln und Entscheidungen zu treffen. Ja, vielleicht sind wir im Januar gemeinsam unterwegs, im Jahr 2024, um neu zu denken, neu zu fühlen und selbstbewusst zu handeln. Schön, dass ihr dabei wart, schön, dass du zugehört hast. Hoffentlich bis nächsten Mittwoch. Wenn du diesen Podcast gerne hörst, dann musst du dir unbedingt den Jahreskurs zum Umsetzen all dieser Konzepte und dem Material aus dem Podcast ansehen. Das ist mein monatliches Coaching-Programm, bei dem wir all dieses Material nehmen und es in Anwendung bringen. Wir studieren es gemeinsam. Also schließ dich mir an im Januar und stärke deine mentale Muskulatur, deinen Vertrauensmuskel, wenn es darum geht, einen optimistischen, einen bestärkenden, einen
unterstützenden Blick auf dich selbst und auf die Dinge zu erlangen, die noch auf dich warten. Besuch mich jetzt auf meiner Webseite auf www.carlajohannascheffer.com/Einzelcoaching. Wir sehen uns dort.